bedeutet, aber es klingt geil. Ich unterbreche die Aufnahme wieder. Bis so. Da sind wir auch schon wieder zurück. Und jetzt wird das Bordell erstmal schön aufgerüstet. Oh ja. Wobei, soll ich mir erstmal hier. Ich guck erstmal ganz kurz. Nee, 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 nicht hier. Dann nächstes Mal, ja? Was hat der Schneider denn hier für. Färben, Toskana Braun, Kopfverfarben, Oka, nee. Ich glaube, in Venedig gibt es das oder so, aber das muss ich dann sehen. Gibt es nur Armschützermetall, aber schon wesentlich günstiger. Vielleicht rüste ich ja gleich auch noch den Schmied mit auf, dann kann ich dann noch günstiger einkaufen. So, dann holen wir uns mal hier ab, was es abzuholen gibt. Einkünfte nehmen. 7.000, 23.000 haben wir. Da können wir einiges mit kaufen. Aufrüsten. Interagieren. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Oh ja, die wollen wir uns anschauen. So, Kunsthändlerbank Schmied. 12.000. Ach du Scheiße. Okay. Erstmal auf Stufe 2, da kriegen wir immerhin schon 10% Rabatt. Dann will ich das Bordell aufrüsten. Wenn dann noch genug bleibt, ja. Dann kommt der Schmied noch einen höher. Wie viel habe ich dann noch? Noch 1000, ne? Ja, das reicht für gar nichts. Aber es dürfte den Wert Buon viaggio. anständig gesteigert haben. Okay, um wie viel jetzt? Plus 17.000. Jawohl, das sehe ich gerne. Und wir haben noch eine Platte, genau. Aber erstmal geben wir hier noch die Federn ab. Nochmal plus 20 durch ein paar Federn. So, damit haben wir zwar nicht mehr genügend Geld, um uns Dings zu kaufen. Die neue Brustpanzerungsplatte. Hier, das war der, ne? Ne? Doch. Wusste ich doch, dass das dieser Wuwa Lu Lü, dieser Chinese. Oh ja. Noch drei Siegel, die Hälfte haben wir. Und dann kriegen wir die aus meiner Sicht geilste Rüstung im ganzen Spiel. Sehr schön. Sehr schön. So, Mario ist nicht hier, okay. Kodexwand, genau. Haben wir einen neuen Kodex noch? Ja. Nein. Aber das haben wir schon mal richtig angeordnet, soweit. 20 von 30. Naja, gut. Passt, ne? So. Hat sich hier, ändert sich, ich weiß gar nicht, ob sich hier überhaupt was ändert, aber ich glaube, hier der Rasen wird grün. Hier wächst langsam Rasen und alles. Die Straßen werden besser. Und die Sonne scheint besser. Mehr. Es ist alles heller und freundlicher. Rüstung, wie teuer sind die denn jetzt nur noch? Nur noch 5.300. Alter Schwede, das ist ja mal gar nicht so viel. Also ist natürlich viel, aber Totschläger Krummsäbel. Das wollte ich haben, weil das ordentlich Tempo hat. Wobei das Krummsäbel macht mehr Schaden. 9.000, okay, Dann da später, brauche ich noch ja. einen Augenblick Bis für. dahin habe ich sicher etwas gefunden. So, schon. Ja, hier schon die ersten Prostituierten unterwegs. Wo ist denn das Bordell? Das ist da hinten ganz, ne? Das hier ist, glaube ich, die Kirche. Oh ja, da gehen sie alle ins Bordell. Gut. Ich glaube, wir müssen nach Venedig. Die Stadt der 1000 Brücken, oder war das was anderes? Ich weiß es nicht.
4000 kriegen wir jetzt. Hä? Ich dachte, wir kriegen mehr. Ah ne, 2000 hatten wir bekommen immer, ne? Da unten hin. Alles klar. Und weil es so schön ist, springen wir da nochmal rüber. Oh, okay. Galopp. Nach Florenz. Ja, ab geht's nach Florenz wieder. Und ich glaube, da können wir noch den ganzen Süden von Florenz erforschen. Und da finden wir sicher noch eine Codex-Seite oder zwei. Und mit etwas Glück sind es sogar die richtigen, dass wir da die Wand vervollständigen können soweit. Erstmal gibt es hier allerdings keinen Aussichtspunkt. Tja. Nein, wir können auch nicht in den Süden von Florenz. Und in Florenz gibt es, soweit ich weiß, keine Mission außer Attentatsmission. Und die mache ich ja nicht so gerne, deswegen... Nech? So, Entschuldigung, musste gerade kurz mal unterbrechen. Musste was klären, aber es geht direkt weiter nach... in die Berge, okay. Ab in die Berge! Ja, Laden überspringe ich wieder. Bis gleich. So, Laden beendet. Oha, weiter Weg. Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Oh, hast das Rad neu erfunden? Ich weiß, wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Na klar, wir haben Kraft. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel. Ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Nach Venedig. Also geht's nach Venedig. Alles klar. Geil, jetzt fahren wir eine Kutsche oder was? Ja, fahren wir eine Kutsche. Was ist? Wir sind nicht allein. Sein Instinkt meldet sich. Ja. Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Gut festgestellt. Sie versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Ey, jemand ist oben drauf! Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen! Oh! So, alles klar. Weiter geht's. Kein Ding. Woo! Alter, das ist ja aber auch auf zwei Rädern. Das Ding müsste nur noch driften. Können, dann wäre es das optimale Fahrzeug. Alter, das ist ja aber auch... Nee, ich passe schon auf. Oh, wie fies, wie fies, wie fies. Ach so. Oh, 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 oh. Alter. Tja. Oh, voll verkackt. Voll verkackt.
Ich unterbreche nochmal kurz. So, bin wieder da. Das Ganze hat hier... Ist hier gerade ein bisschen stressig für mich. So viel Scheiße abzuklären die ganze Zeit. Alter, der ist voll dadurch. Ja, gut, dass er ab ist. Und tschüss, Junge. Alter, der hat sich sogar noch gehalten. Oh, 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 oh. Schieb ab, Junge, schieb ab. Oh, 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 oh. Alter, wie die immer weiter nach vorne kommen. Wie die das immer wieder schaffen. Alter, die könnten sich da drauf eigentlich doch gar nicht halten. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein, wie die Spastis das jedes Mal schaffen. Alter, und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Welches niedere Wesen wagt es, mich zu stören immer hier? Alter. Ah, Fresse halten! Los, Leonardo. Sie wollen mich. Geht doch. Ich treffe dich später wieder. Ja, einfach von der... vom Fahrenden. Alter, was ist das hier los, verflucht nochmal? Ja, schön die Kehle aufschlitzen. Genau wie wir den was erledigt haben? Nicht mit mir, nicht mit mir. Endlich, meine Güte, nochmal. Meine Güte, alter Schwede. So, gibt's hier zufällig ein Pferd? Sieht schlecht aus. Dann halt zu Fuß. Ist eh nicht mehr weit. 90 Meter noch. Oder so. Hä? Och, nach da muss ich. Toll. 90 Meter in die Richtung. Okay. Wie auch immer. Ah, und wir haben Pferde. Hallo? So ein schön braunes Pferd hier. Romagna, Ausflug, Romagna. Synchronisiert. Rennen freigeschaltet, okay. Wo? Hier irgendwo? Hier ist doch fast gar nichts. Okay. Was passiert jetzt? Ah! Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich in Venedig. Und Ladesequenz. Bis gleich. Und Ladesequenz vorbei. Es geht weiter. Oh, Assassinengrab direkt hier. Das ist doch schon mal sehr schön. Ah, genau. Da war hier doch was. So, der einzige Aussichtspunkt, der derzeit in Sicht ist hier. Ich würde sagen, der wird mal direkt angesteuert hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Falsche Taste. Hopp, hopp. Und ich höre da eine Schatztruhe oder sowas. Eine Art. Alter, das darf nicht. Ja, da ist eine Schatztruhe. Meine Schatztruhe. Was? Plündern? Plündern doch nicht. Das wird gesellschaftlich total anerkannt. Und synchronisieren, wo auch immer wir hier sind. Ich glaube in Romanaga. Oder Vieri oder wie heißt das hier? Ne, Vieri war der eine Heino. Flori! In Flori sind wir. Und hier weiß ich sogar auswendig, wo ein Symbol ist.